Herzlich willkommen zu diesem besonderen Abend, ein Konzert, das gleichzeitig ein Gottesdienst sein soll. Ich möchte euch gerne einladen, nicht nur zuzuhören, sondern gleichzeitig während dieses Abends, der einen Lobpreis darstellt. Ich werde gleich etwas zum Te Deum sagen. Möchte ich euch einladen, den Abend in der Stille zu verbringen. Also lasst uns darauf achten, dass wir uns nicht nebenher unterhalten oder Chips essen, sondern wir wollen unseren Blick auf den Herrn richten an diesem Abend und den Musikern die Gelegenheit geben, ihre großen Gaben, die sie mitgebracht haben und die wir genießen dürfen, heute Abend auch in aller Ruhe umsetzen können. Ich möchte gern, wenn die Technik funktioniert, etwas zum Te Deum sagen. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Dann gehe ich mal hier vor. Einmal möchte ich noch sagen, herzlich willkommen vom Gebetshaus Freiburg aus. Das Gebetshaus ist eine ökumenische, überkonfessionelle christliche Initiative, die auf dem Herzen hat, in Freiburg ein Haus des Gebets zu bauen, ein Ort, an dem 24 Stunden jeden Tag gebetet wird. Wir sind jetzt so etwa bei 17, 18, 19 Stunden pro Tag umgerechnet auf die 7 Tage der Woche. Und wir haben ganz viele kreative, tolle Leute im Gebetshaus. Mitarbeiter aus vielen Kirchen und Gemeinden und darunter so kreative Leute wie Carsten Klemme, den ich nachher noch vorstellen werde, der diese CD produziert hat. Es gibt immer wieder CDs oder andere Dinge, die im Gebetshaus entstehen, aus der Anbetung heraus. Und das Te Deum ist eine, nämlich die neueste Produktion. Te Deum. Was ist das Te Deum? Te Deum heißt, Te Deum Laudamus, hier kann man die ersten Worte sehen, heißt zu Deutsch, dich Gott loben wir. Und es ist ursprünglich der Anfang eines feierlichen lateinischen Lob-, Dank- und Bittgesangs, den es schon viele Jahrhunderte gibt. Eigentlich sogar ein Stück Prosa, 29 ungebundene Zeilen, ganz unterschiedliche Länge, also keine Rüttelreime, ja, sondern ein prosaischer Ausdruck der Anbetung. Zentrales Thema des Te Deums ist die Vereinigung des Lobgesangs der himmlischen Heerscharen. Wir haben wahrscheinlich alles schon gelesen im Buch der Offenbarung, dass die Engel Gott preisen, mit den Aposteln, den Propheten, den Märtyrern und der ganzen Kirche, also auch uns, zu einem himmlischen, zu einem wahrhaft himmlischen Lob, nämlich dem Christuslob. Das Te Deum hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Da möchte ich euch gerne auch mit hineinnehmen. Ich habe geschaut, ob ich irgendwie eine sinnige Darstellung dieses Ereignisses finde, das ihr jetzt hier sehen könnt, ist nämlich die Taufe des Augustinus. Augustinus sagt den allermeisten von uns etwas, viele haben die Bekenntnisse von Augustinus gelesen. Und Augustinus wurde auch mal irgendwann getauft, wie man hier sehen kann, und zwar vom Bischof Ambrosius. Und als der Augustinus getauft wurde, das war zu Ostern im Jahr 387 von Ambrosius von Mailand, da soll Folgendes geschehen sein. Der Heilige Geist fiel auf die beiden und sie waren von der Gegenwart Gottes so berührt, dass sie angefangen haben, spontan Gott anzubeten. Einer hat gesungen, der andere hat geantwortet. Und daraus hat sich das Te Deum entwickelt. Das Te Deum wird überliefert seit dem 6. Jahrhundert. Schriftliche Zeugnisse davon gibt es seit dem 8. Jahrhundert. Also wirklich ein sehr, sehr altes Lied. Und wir wollen heute Abend dieses alte Lied diesem ewigen Gott schenken. Mit wir meine ich die Musiker, die ihr gleich sehen werdet und die ich jetzt bitte, nach vorne zu kommen. Das Te Deum heute Abend wird folgendermaßen präsentiert werden. Zum großen Teil mit Live-Instrumenten und natürlich mit Live-Gesang, aber mit ein bisschen Hintergrundmusik,
die vom Band kommt und die dann der CD auch entspricht. Die CD, wir haben ja heute Abend Uraufführung sozusagen, die CD, die könnt ihr hinterher hinten am Büchertisch kaufen. Die kostet 10 Euro, soweit ich weiß. Und bin ich das, der so raschelt? Nee. Und diese 10 Euro, die gehen nicht an die Musiker, sondern die gehen voll ans Gebetshaus. Wir wollen gern mit unseren Produktionen, die wir vom Gebetshaus aus veröffentlichen, Gebet stärken. Wir wollen nicht was anderes stärken, sondern Gebet in dieser Stadt. Und deswegen wird der Verkaufspreis voll und ganz ans Gebetshaus gespendet werden. Und der Abend wird so ablaufen, dass die Texte in Lateinisch gesungen werden, aber auch auf Deutsch gesprochen, übersetzt werden, sodass wir wissen, an welcher Stelle wir sind. Ich möchte gern einleitend zumindest einen kurzen Anfang vorlesen auf Deutsch. Wird Carsten nachher auch nochmal tun, während die Musik dann spielt und dann die Musiker vorstellen. Und ich möchte das als einleitendes Gebet verwenden. Bitte euch, dass ihr aufsteht dazu. Dich, Gott, loben wir. Klammer auf, heute Abend hier in der Seminarkirche des Freiburger Priesterseminars, Klammer zu. Herr, dich preisen wir, dir, dem ewigen Vater, huldigt das Erdenrund. Dir rufen die Engel alle, dir Himmel und Mächte insgesamt, die Cherubim dir und die Seraphim mit niemals endender Stimme zu, heilig, 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 der Herr, der Gott der Herrscharen. Voll sind Himmel und Erde von deiner hohen Herrlichkeit. Herr, an diesem Abend stehen wir hier als Christen aus vielen verschiedenen Kirchen und Gemeinden, um dich zu beschenken mit dem wunderschönen Lobpreis, in den uns die Musiker und Sänger heute Abend hineinnehmen. Aber Herr, es ist keine Selbstdarstellung, sondern eine ehrerbietende Anbetung für dich und ein Geschenk an den dreieinigen Gott. Amen. Dürft euch setzen, möchte euch gern die Musiker vorstellen. Fang bei ganz rechts außen an, nachdem ich ganz, ganz rechts außen der Barbara Necker Danke sagt, dass sie heute Abend dafür sorgt, dass es nicht piepst oder pfeift. Wenn es piepst oder pfeift, ist nicht die Barbara schuld, sondern einer der Musiker. Hoffen wir mal, dass es nicht piepst oder pfeift. Dann ganz rechts hier beim Keyboard Carsten Klemme. Manchmal werfen die Leute mir vor, dass ich so viele Freunde habe und alle Freunde nennen, aber es tut mir leid. Carsten Klemme ist ein guter Freund von mir, Vollzeitmitarbeiter im Gebetshaus Freiburg. Er hat meine letzte CD produziert, hat mehrere andere CDs produziert, ist ein begabter Musiker, Anbeter und Produzent und nennt sich selber gerne Soundtüftler. Und der Carsten wird heute Abend den deutschen Text lesen, aber auch, glaube ich, im Chor mitsingen und eben Keyboard spielen. Dann möchte ich weitergehen und sagen, es tut mir nicht leid, der liebe Thorsten Kluge, Gebetshausleiter aus Leipzig, ist auch mein Freund. Und ich freue mich sehr, dass der Thorsten da ist, schon ein paar Tage in Freiburg, besucht uns im Gebetshaus. Und Thorsten ist ausgebildeter Sänger und ich freue mich sehr, dass wir mit ihm jemand gefunden haben, der uns in diesem Gottesdienstkonzert oder Konzertgottesdienst heute Abend seine Stimme leiht, beziehungsweise seine Stimme hören lässt, denn niemand von uns hätte so singen können, wie er das heute Abend tun wird. Ich freue mich sehr, Thorsten, dass du da bist. Dann möchte ich Myrta vorstellen, Myrta Bauer. Myrta und ich kennen uns auch schon 2 Wochen oder so, ne? Oder 20 Jahre. 30 Jahre. Ja, oder 30 Jahre, genau. Also wir kennen uns auch schon lang. Ich habe früher mal mit der Myrta in einem Lobpreisteam gespielt, da erinnere ich mich noch dran. Und wir haben auch schon eine ganze Nacht, weißt du es noch, am Lagerfeuer verbracht. Auf einer Freizeit. Hat sie vergessen, ist auch nicht so wichtig, aber ich weiß das noch. Genau. Und die Myrta ist eine exzellente Musikerin. Ich freue mich sehr, Myrta, dass du heute Abend dabei bist. Vielen Dank.
Ihr Mann, der Dieter, auch ein ganz toller Musiker, ist ebenfalls Mitarbeiter im Gebetshaus bei uns. Dann möchte ich vorstellen den Camillus Ober. Camillus und ich kennen uns noch nicht so gut, aber ich habe den Verdacht, dass wir uns besser kennenlernen, weil wir haben uns jetzt schon so gern. Ja. Und wir haben auch schon zusammen Lobpreis geleitet. Camillus kommt aus La. Und ich kann über Camillus noch nicht viel sagen, außer dass ich weiß, dass er einer ist, der von Herzen Jesus Christus liebt und ein exzellenter Musiker ist. Ihr seht da zwei oder drei Instrumente stehen. Ja? Zwei? Nee, ich sehe drei. Also einmal das Saxophon, die Querflöte und die Thermoskanne. Ich bin gespannt, wie die Thermoskanne klingt. Und dann zuletzt möchte ich die Maren Leng vorstellen. Die Maren Leng ist jetzt keine Freundin von mir ausnahmsweise, sondern meine Tochter. Und da freut es mich natürlich auch sehr, dass die Maren heute Abend da ist. Und weil wir ja gesagt haben, das ist ein Konzertgottesdienst oder ein Gottesdienstkonzert, haben wir jetzt nicht bei jedem einzelnen Musiker geklatscht, aber jetzt dürft ihr einmal für alle zusammen klatschen. Und damit übergebe ich, glaube ich, an dich, Carsten. Genießt den Abend, genießt die Musik, genießt unseren Herrn Jesus Christus. Und vergesst nicht, am Ende die CDs zu kaufen. Angeli, tibi chi.
Vater, huldigt das Erdenrund. Und dir rufen die Engel alle zu. Dir Himmel und Mächte insgesamt. Die Cherubim und die Seraphim mit niemals endender Stimme rufen sie dir zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher. Martyrum
preist der glorreiche Chor der Apostel. Und dich preist der Propheten lobwürdige Zahl. Und dich preist der Märtyrer leuchtendes Heer. Deinen wahren und einzigen Sohn und den heiligen Fürsprecher Geist. Thank you.
heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Herrscher. Thank you.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher. Der Herrlichkeit, Christus. Du bist des Vaters allewiger Sohn. Und du hast der Jungfrau Schoß nicht verschmäht. Du bist Mensch geworden, den Menschen zu befreien. Du bist Mensch geworden, den Menschen zu befreien. Peru ist die Grenze, die uns regelt.
Und du hast bezwungen des Todes Stachel. Du, Jesus, hast bezwungen des Todes Stachel und denen, die glauben, die Reiche der Himmel aufgetan. Du sitzest zur Rechten Gottes, in deines Vaters Herrlichkeit. Als Richter, so glauben wir, kehrst du einst wieder. Und dich bitten wir denn, komm deinen Dienern zu Hilfe, die du erlöst hast mit deinem kostbaren Blut. Die du erlöst hast mit deinem kostbaren Blut.
ewigen Herrlichkeit. Zähle uns deinen Heiligen zu.
An jedem Tag loben wir dich. Wir loben dich in Ewigkeit. Deinen Namen. Deinen Namen. Deinen Namen. Bis in die ewige Ewigkeit. Erbarme dich uns, o Herr. Erbarme dich uns. Thank you.
misericordia tua Domine super nos. Quemator uns meravimus in ti. In te Domine dein Erbarmen geschehen. Und so wie wir gehofft auf dich, so lass über uns dein Erbarmen geschehen. Auf dich, o Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt. Auf dich, Jesus, habe ich meine Hoffnung gesetzt. Und in Ewigkeit werde ich nicht zu Schanden. Du bist
Ich glaube, ich kann stellvertretend für uns alle sagen, vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Abend mit wunderschönen Menschen, wunderschöner Musik, wunderschöner Authentizität in der Hingabe an unseren Herrn Jesus Christus. Vielen Dank. Manche von euch haben sich vielleicht gefragt, warum da oben auf der Ankündigung Kontemplation 2 steht. Klar, es gibt eine Kontemplation 1. Ich vermute, dass man die auch heute hinten erwerben kann, wenn ihr die noch nicht habt. Ansonsten, wenn ihr diese Kontemplation 2 kaufen wollt, könnt ihr das heute tun. Kontemplation heißt zu Deutsch, ist ein lateinisches Wort oder ein aus dem Lateinischen kommendes Wort, heißt nichts anderes wie aufschauen, anschauen. Und das ist, was wir mit diesen CDs machen wollen. Wir wollen euch gerne Musik zur Verfügung stellen, die euch unterstützen soll beim Gebet. Also Musik, die man zu Hause auflegen kann und in Ruhe, in der Stille beten kann. Dafür ist diese Reihe da und heute Abend eben kommt die Kontemplation 2 mit dem Tedeum raus. Ich möchte sagen, dass es eine neue Reihe geben wird vom Gebetshaus, eine neue Musikreihe, die wird heißen Rau und Schön. Da wird dieses Jahr noch die erste CD kommen. Und Rau und Schön ist eine Reihe von Live-Aufnahmen aus dem Gebetsraum direkt. Da suchen wir die schönsten Stücke aus, nehmen die auf eine CD, bearbeiten die ein bisschen nach, dass sie noch schöner klingen. Aber sie werden immer noch rau, weil live sein, ja. Und vielleicht hüstelt da mal jemand oder krächzt. Aber sie sind auf der anderen Seite sehr schön. Rau und Schön 1 wird noch dieses Jahr rauskommen. Habe ich was vergessen? Ich habe die Kollekte vergessen. Und wisst ihr was? Wir vergessen die gemeinsam. Ich wollte eigentlich, dass wir eine Kollekte einsammeln heute Abend. Das Gebetshaus ist komplett spendenfinanziert. Also alle 15 Angestellten, die im Gebetshaus mittlerweile arbeiten, neben den 100 ungefähr ehrenamtlichen Mitarbeitern, finanzieren sich über Spender, über Partnerkreise. Und da wollte ich heute Abend eine Kollekte einsammeln, aber ich finde es besser, da der Erlös der CD sowieso ans Gebetshaus geht,
plus wir wollen gerne den Musikern auch etwas geben für ihren Einsatz, ja, würde ich sagen, nehmt doch ein paar CDs mehr mit. Die kosten 10 Euro, demnächst ist wieder Weihnachten. Ja. Denkt daran, nehmt gerne ein paar CDs mit. Ihr unterstützt zu 100% die Arbeit vom Gebetshaus, das gebetet wird hier in dieser Stadt bei Tag und Nacht. Ich glaube, damit sind wir zu Ende. Wer noch nie im Gebetshaus war, ich möchte euch herzlich einladen, mal zu kommen, mitzubeten. Es ist fast rund um die Uhr geöffnet, jeden Tag. Und wir werden den nächsten Anbetungsabend haben. Wir haben alle 2 Monate große musikalische Anbetungsabende in den Freiburger Stadtkirchen. Wann findet der statt? Danke, Monika. 4.6. und zwar in der Martinskirche, direkt am Freiburger Rathausplatz. Wenn ihr die Infomail bekommen wollt, einmal im Monat ungefähr gibt es eine Mail vom Gebetshaus mit den Informationen, was gerade so läuft, welche Produkte rauskommen. Ich kann euch sagen, ich habe heute die Mail gekriegt, am 11. Mai kommt ein ganz tolles Buch raus, das ich euch gerne gönnen würde. Solche Informationen kriegt ihr dann. Und wie gesagt, hinten am Infotisch, da könnt ihr euch, glaube ich, auch eintragen für die Mail. Jetzt würde ich gerne noch mit euch zusammen aufstehen, beziehungsweise euch bitten aufzustehen, ein Gebet sprechen. Und dann kommt gut nach Hause, aber nicht ohne hinten CDs mitgenommen zu haben. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für deine herrliche Schönheit. Danke für diese Zeit der Ruhe, die wir jetzt haben durften im Blick auf dich. Kontemplation, Herr. Wir wollen still werden, aufatmen, aufhören und aufschauen auf dich. So, Herr, ich bete auch neben all den finanziellen Geschichten, Herr, über die ich jetzt gesprochen habe, bete ich, Vater, dass durch diese CD dein Volk in Deutschland berührt wird und in die Stille in das Gebet gerufen wird. Herr, was wir tun wollen vom Gebetshaus aus, ist dir die Ehre zu geben. Vater, ich segne jeden Einzelnen in deinem Namen, im Namen Jesus und im Namen des Heiligen Geistes für dieses ganze Wochenende. Amen. Kommt ganz gut nach Hause und vielen Dank, dass ihr da wart.